Wunderschönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Und ja, er hat schon angedeutet, ich habe Schlüsselbein gebrochen, deswegen mir nachher bitte nicht die rechte Hand schütteln. Die linke kriegst du von Herzen. Aber da rechts bin ich ein bisschen noch, oder ja, noch ziemlich schmerzempfindlich. Ich möchte mal anfangen, heute Morgen meine Predigt mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, den kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Der hat mal gesagt, und ich finde es ein echt richtig starkes Statement, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ist auch völlig meine Überzeugung. Ich glaube, wir, und der Markus hat es vorher auch schon ein bisschen anklingen lassen, wenn wir uns als Gemeinden, als Kirchen zu so Herr segne mich Clubs entwickeln, dann läuft irgendwas in eine falsche Richtung. Oder? Könnt ihr da mitgehen? So Herr segne mich, ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier, gell? Ja, ist, glaube ich, nicht im Sinne Gottes. Ich glaube, Kirche sollte für andere da sein, für die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, in unsere Region, in unsere Stadt, für die, die uns anvertraut hat, Kinder, für die soll es da sein. Und damit Kirche für andere da ist, damit Menschen gerne in die Kirche kommen und auch wiederkommen. Gell? Das eine ist ja kommen und dann auch wiederkommen. Das ist ja nochmal eine andere Challenge. Und damit die Möglichkeit haben, Gottes Wort zu hören, Gottes Gegenwart zu erleben, Jesus selber zu erleben und erlöst zu werden, dazu braucht es Gemeinde. Dazu braucht es viele. Dazu braucht es, glaube ich, jeden Einzelnen heute Morgen, der heute Morgen hier ist. Und jeden kleinen und großen Dienst. Heute Morgen geht es mir ein bisschen mehr um die kleinen Dienste. Ich möchte mal mit euch einen Bibeltext anschauen, über den man selten predigt. Man predigt meistens über alles das, was danach kommt. Also vorlesen tut man es manchmal, aber nicht so wirklich drüber predigen. Aber ich predige heute mal über die Einleitung dieses Textes. Eines Tages, 1. Samuel 17, 17, für die, die es mitlesen wollen. Eines Tages sagte Isai zu seinem Sohn David, bring deinen Brüdern dieses Epha geröstetes Korn und diese 10 Brote ins Lager. Und gib diese 10 Stücke Käse ihrem Hauptmann. Schau nach, wie deine Brüder zurechtkommen. Und bring mir ein Lebenszeichen von ihnen mit. Sie sind bei Saul und dem israelitischen Heer im Tal der Eichen und kämpfen gegen die Philister. David überließ die Schafe der Obhut eines Hirten und machte sich mit den Geschenken früh am nächsten Morgen auf den Weg, wie Isai es ihm befohlen hatte. Er traf gerade im Lager ein, als das Heer mit Geschrei und Schlachtrufen in den Kampf zog. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Soweit mal das Wort Gottes. Und der Titel meiner Predigt ist Größer, als du denkst. Ich glaube, es ist ein interessanter Text für eine Predigt. Wisst ihr, wir predigen so oft über alles, was dann kommt. David besiegt Goliath, oder? Habt ihr schon einige Predigen gehört? Die Bedeutung der Steine und was auch immer man darüber predigen kann, vieles. Und es sind gute Predigten. Aber heute habe ich mal bewusst diese Vorgeschichte ausgewählt. Hier in diesem Text, der Text, der zeigt noch so gar nicht richtig, wer dieser David ist. Der zeigt noch gar nicht richtig sein ganzes Potenzial. Wisst ihr, für uns, wir kennen ja den Ausgang der Geschichte. Aber versucht euch mal in David hineinzuversetzen, wie es ihm da ging. Der wusste ja nicht, was auf ihn zukommt. Der hatte keine Ahnung. Er wusste nicht, dass er einmal König Israels werden würde. Er war einfach ein kleiner Junge, der überhaupt nicht wusste, was dieser Tag ihm bringen würde.
Und stell dir vor, du wärst dieser David. Und dein Vater oder wer auch immer hätte dir Anweisungen gegeben. Alle seine Brüder waren groß, älter, stark, im wehrfähigen Alter, waren an der Front mit ihren Schwertern, Speeren und Schildern, hätten kämpfen sollen. Und du bist nur der kleine Junge, der zu Hause ist. Ohne große Bedeutung. Und die Arbeit, die man dir gegeben hat, war auch nicht so bedeutungsvoll. Schafe hüten. Macht eben der kleine Junge. Es war nicht so toll, als Schafe hüten. Bei Wind und Wetter draußen sein, Tag und Nacht. Aufpassen. Und diesen David möchte ich euch anschauen. Und die kleinen und vielleicht bedeutungslosen, unwichtigen Dinge. Und ich möchte sagen, dass genau diese kleinen und vielleicht oft so im ersten Moment so bedeutungslos, unwichtigen Dinge so wichtig sind. Größer als du denkst. Wichtiger als du denkst. Dieser David bekam eine kleine Aufgabe. Und ich finde es so cool und so krass, er tat es mit einer richtig guten Einstellung. Nie einfach so. Wenn ihr gut zugehört habt, da heißt es, ich werde früh aufstehen. Der wollte früh losgehen. Der hat vorher geschaut, dass jemand anderes dann seine Aufgabe übernimmt und hat die Schafe der Obhut eines anderen anbefohlen. Und ich werde die Brote nehmen und ich werde meinen Brüdern dieses Essen bringen. Eigentlich eine kleine Aufgabe. Und nochmal, versteht, David hatte keine Ahnung, was dieser Tag bringen würde. Es ging hier nicht um einen riesigen Auftrag Gottes, wo irgendein Prophet kam und ihm einen Mordsauftrag gegeben hätte. Nee, es war eine kleine Anweisung von seinem Vater. Das kann es manchmal von dem Leiter in der Gemeinde geben. Etwas Kleines, etwas Überschaubares. Es sind nicht immer die großen Dinge bei uns Christen, die großen Dünste, die den Unterschied machen. Im Scheinwerferlicht zu stehen, hier auf der Kanzel stehen oder was weiß ich, Lobpreisleiter, Prediger und Pfarrer und Pastor und wie sie sich alle nennen. Oft sind es die kleinen Dinge. Oft ist es so eine Aufgabe, ein Auftrag, was völlig unspektakulär ist, aber was alles so wichtig ist, dass wir eine Kirche sind, die funktioniert, die für andere da ist. Kaffee nachher machen. Oder vielleicht ist er auch schon gemacht, weiß ich nicht. Aber dass es überhaupt Kaffee gibt. Hey, ich habe gesehen, die Markierungen, dass die Stühle sauber stehen. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Man denkt, hey, was soll das? Ja, das macht einen Unterschied. Diese Dinge. Dass Menschen kommen, gerne kommen, wiederkommen, sich wohlfühlen. Alles mit dem Ziel, dass sie Jesus erleben. Oder darum geht es uns doch. Im KIGO, Mitarbeiter, ich habe es, glaube ich, richtig verstanden, die Dame, die man gesegnet hat, hat viele Jahre im KIGO gearbeitet. Hey, was für ein wertvoller Dienst. Ihr habt die Ranger gefeiert heute Morgen. Nicht genug, muss ich sagen, aber ich feiere Ranger riesig. Weil wisst ihr, das ist die Zukunft der Gemeinde. Die Kinder, die Teenies, die Jugend. Wenn wir die nicht erreichen, wenn die nicht Gott erleben, dann hat die Gemeinde keine Zukunft. Keine Gemeinde hat Zukunft. Ich feiere das total. Und habe hoffentlich, so wie es sich angehört hat, super Camp gehabt. Gell? Wie immer, Ranger Camps, das Beste, was es gibt. Und da sind so viele Aufgaben dabei, so viele Kleinigkeiten, oft so viele Dinge, die man tun muss, die manchmal auch gar nicht gesehen werden. Und manchmal übersehen werden. Ich habe viele Jahre Zeltlager gemacht, ich weiß, wovon ich rede. Und damit sowas funktioniert, da gibt es so viel zu tun, vorzubereiten, organisieren, planen, Programme und alles drum und dran. Einpacken, auspacken, aufbauen. Und nachher das andere wiederum abbauen.
einpacken, aufräumen, alles das. Hey, für David war es ein ganz normaler Tag, an dem er die Aufgaben erledigte, die sein Vater ihm übertragen hat. Und er hat es mit so einer guten Einstellung gemacht, ohne Widerwillen, ohne zu meckern, zu motzen oder irgendwie zu diskutieren. Oh, warum ich? Und das könnte auch jemand anders machen und so. Er stand früh auf, packt seinen Esel, oder weiß nicht, das sagt die Bibel jetzt nicht, aber packt das Essen und geht los zu seinen Brüdern. Und ich weiß nicht, wer es war. Und er geht dahin, wo sein Vater ihn hingeschickt hat. Er tut es einfach. Und sein Vater konnte sich absolut auf ihn verlassen, oder? Und ich glaube, ich wünsche mir, dass wir das alle begreifen heute Morgen. Obwohl David noch so klein war, obwohl die Aufgabe keine Riesenaufgabe war, nichts Großartiges, eine überschaubare Verantwortung. Ich wünsche mir, dass wir wissen, dass das eine ganz große Rolle spielt, auch in unserem Leben, auch in meinem Leben, in deinem Leben. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, oder bis wir das, sag's mal so, bis wir das wirklich verstanden haben, werden wir auch nicht wirklich in unsere Bestimmung hineinkommen, sie erkennen, das, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Dann werden wir so kleine Aufgaben, so vielleicht bedeutungslose Aufgaben, lässig machen. Ohne große Sorgfalt. Manchmal vielleicht auch ohne Zuverlässigkeit. Oder vielleicht sogar widerwillig. Ich glaube, das, was wir hier von dem David lernen können, ist genau die Dinge, die in unserem Leben einen Unterschied machen. Nämlich den Unterschied, ob du und ich, ob wir mal siegreiche Kämpfer sind, die Riesen bezwingen oder nur Zuschauer von Riesen bezwingen. Und wisst ihr, im Christenreich gibt es genügend Zuschauer. Und ich glaube, Gott möchte aus jedem von euch, aus jedem von uns Riesenbezwinger machen. Und ich glaube, ganz oft ist entscheidend, wie gehen wir mit den kleinen, bedeutungslosen Dingen um? Wie handhaben wir die? Wie erledigen wir sie? Wir können so viel vom David lernen. Und das erste Große, was wir lernen können, großartige Menschen, auch wenn sie noch klein sind, diese Menschen, tun kleine Dinge in, ich nenne es mal Exzellenz, auch wenn niemand zuschaut. Was heißt Exzellenz? Exzellenz ist nicht Perfektion, aber Exzellenz heißt, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes da rein. Und das machen großartige Menschen, die auch noch klein sind. Bei den Dingen, die auch klein sind und die vielleicht niemand sieht, niemand beachtet. Weil sie verstanden haben, dass es, wie wichtig es ist, dass man die ganz gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich tut. Und ich sag mal, jede Gemeinde kann froh sein, wenn sie solche Mitarbeiter hat, oder? David hat keine Ahnung, was dieser Tag ihm bringen würde. Was der Tag für eine Bedeutung für Israel haben sollte. Niemand hat es ihm vorher gesagt, was passiert. Das wusste auch niemand. Niemand hat ihm gesagt, wenn du diese kleine Aufgabe heute erledigst, einfach es tust, ohne Murren, ohne Widerwillen, ohne alles, du tust es einfach, dass in diesen Tag er hinein, ich sage mal, katapultiert wird in seine Bestimmung. Das wusste er alles nicht, dass es an dem Tag kommt. Und er tat es trotzdem in großartiger Weise. Und ich glaube, wenn wir die kleinen Dinge, die auch Gott so in unserem Leben haben will, so kleine Dinge auch in der Gemeinde, die kleinen Dienste, wenn wir die
nicht mit einer richtigen Einstellung tun, erledigen, dann sind wir auch nicht in der Lage, die großen Dinge, das, was Gott eigentlich auch für unser Leben vorhat, hinzukriegen. Die Riesen zu bezwingen. Wenn wir uns da beschweren und motzen und meckern, oh, warum ich und gar jemand anders, können wir so machen. David war anders. Er hat die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich getan. Und diese kleinen Dinge, diese ganz gewöhnlichen Dinge, sind größer als du denkst und haben mehr Wirkung, als wir alle denken. Egal wie unscheinbar es dir vielleicht vorkommt. Ob du hier putzt, ob du bei Kigo mitarbeitest, also Kigo Kindergottesdienst, sagt auch Kigo, oder? Okay, hat sie durchgesetzt. Bei den Rangern, in der Jugend. Hey, das hat richtig, richtig Bedeutung. Kaffee kochen. Alles das Klo putzen. Hey, wenn, also ich finde es ganz schlimm, wenn ich in ein Restaurant komme und das Klo ist richtig versifft, oder? Schlimm, oder? Da gehst du nicht mehr hin. Also, wir sollten alle, die bei uns putzen, feiern und selber bereit sein, mitzumachen. Also wir machen, ich sage es mal von unserer Gemeinde, wir machen als Leitungsteam, zweimal im Jahr übernehmen wir als gesamtes Leitungsteam den Putzdienst. Gell? Ich will euch jetzt nicht herausfordern, aber wir machen so. Wir sagen, okay, soll die Gemeinde auch sehen, dass uns das wichtig ist und dass wir bereit sind, das zu machen. Zweimal im Jahr machen wir das. Und ist gut. Also hat keinem geschadet von uns. Das Zweite, was wir von David lernen können, ist, großartige Menschen übernehmen Verantwortung, auch in kleinen Dingen. Seine Verantwortung war eigentlich, Schafe zu hüten. Das war seine Aufgabe, die er von seinem Vater hatte. Wie gesagt, keine populäre Aufgabe, nichts, worum sich irgendjemand gerissen hätte, Tag und Nacht in der Hitze und bei der Kälte draußen sein. Aber er hat diese Verantwortung sehr sorgfältig übernommen. Er hat auf seine Schafe aufgepasst. Das können wir lesen. Wir kennen ja die Geschichte von David. Er hat, wenn wilde Tiere kamen, Bären und Löwen, hat er mit ihnen gekämpft und besiegt. Er hat keine Ausrede gesucht. Gell? Man kann ja so schnell Ausrede suchen. Oh, der Bär war viel stärker. Und da habe ich ihm halt ein Schaf überlassen. Oder hätte jeder verstanden von uns? Oder? Wer hätte es nicht verstanden? Okay, muss es. Kollateralschäden gibt es, oder? Kann man so sagen. David hat es nicht so gemacht. Um jedes kleine Schäfchen hat er gekämpft. Er hat es mit großer Sorgfalt getan. Und als sein Vater ihn dann an die Front schickt zu seinen Brüdern, da war es ihm wichtig, dass er jemanden findet, der sich in der Zeit um seinen Verantwortungsbereich kümmert. Okay? Er hat Verantwortung übernommen, damit die Dinge auch funktionieren während seiner Abwesenheit. Das finde ich eine Haltung, eine Einstellung, die auch so wichtig ist für Mitarbeiter und Leiter in der Gemeinde. Gell? Weil wir sind ja auch nicht immer da, keiner von uns. Aber hast du Verantwortung, dass die Dinge funktionieren, auch wenn du nicht da bist? Dass es trotzdem vorwärts geht, dass es weitergeht, dass jemand anders einspringt. Für deinen Bereich, und vielleicht ist er ganz unwichtig und sagst, oh ja, ist ja egal, dann wird das halt mal nicht gemacht. Ja, manchmal kann es tatsächlich so sein, aber deine Herzenshaltung sollte so sein, hey, ich möchte alles geben, dass es funktioniert. Für die kleinen Dinge einfach Verantwortung zeigen. Das zeigt uns David. Für die Dinge, die vielleicht gar nicht alle wahrnehmen. Und Gott hat es gesehen. Gott hat das Herz Davids gesehen. Und er hat ihn nicht übersehen. Und er wird dich nicht übersehen, auch wenn andere vielleicht gar nicht sehen, was dein Einsatz ist. Die Verantwortung, die du wahrnimmst, die du in Exzellenz ausübst. Kann uns Leitern manchmal passieren, dass wir es übersehen. Aber Gott übersieht es nicht. Er hat David nicht übersehen.
Auch als später Samuel kam, um den König Israels zu salben. Alle anderen haben ihn übersehen. Gott hat ihn nicht übersehen. Gott wird dich nicht übersehen. David wusste gar nicht, wer er ist. Er kannte das Potenzial, das Gott in ihn hineingelegt hat, selbst nicht. Er hat keine Ahnung gehabt, dass er demnächst der nächste König Israels und der größte König Israels sein wird. Er dachte einfach, ich möchte die Aufgabe, die mein Papa mir gegeben hat, erfüllen. Lieferservice für Fastfood an die Front zu den Brüdern. Das war seine Aufgabe. Keine Ahnung hat er, dass er demnächst in einem Kampf mit einem Riesen steht. Sonst wäre er ganz anders da hingegangen. Also menschlich gesehen war er da für diesen Kampf völlig unvorbereitet. Er kam einfach dort, um treu und zuverlässig das zu tun, was seine Aufgabe war. Dieses Kleine, das im Endeffekt viel größer war, als er gedacht hat und als wir vielleicht auch denken in vielen kleinen Dingen, die wir tun. Und ich glaube, Gott hat ihn genau damit, mit diesen kleinen Dingen, mit den kleinen Aufgaben vorbereitet. Und dort an der Front kommt er in die Situation, die sein Leben und das Leben der Menschen in Israel verändert hat. Und begegnet diesem Riesen Goliath, völlig unvorbereitet. Hat er nicht damit gerechnet, dass das passiert. Und wisst ihr, auch in unserem Leben kann es Situationen geben, wo wir völlig unvorbereitet Riesen begegnen. Gar nicht damit gerechnet. Habe eigentlich nur meine Aufgabe gemacht und plötzlich irgendwie ein Riese, Schwierigkeiten. Probleme. Bären, Löwen. Schon damals, wo er die Schafe gehütet hat. Und ich möchte, dass du weißt, dass all diese Dinge, auch die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die Challenges, dass es dazu da ist, dass Gott dich vorbereitet für etwas Größeres. Manchmal sind Schwierigkeiten mit Menschen, Meinungsverschiedenheiten. Manchmal kann es sein, dass du nicht verstehst die Entscheidung deines Leiters. Oder habt ihr das schon mal erlebt? Habe ich schon öfters mal erlebt, Mann. Kann ich euch sagen. Begreife ich nicht, sage ich dann immer. Das begreife ich nicht. Oder verstehe ich nicht. Ja, kann es alles geben. Aber alles das soll nicht dazu führen, dass du sagst, jetzt hau ich ab, sondern es soll dich zubereiten. Zubereiten. Auch diese Riesen, die da kommen, die Bären und Löwen, zubereiten für das, was Gott an Bestimmung für dein Leben vorgesehen hat. Sie haben einen Sinn. Gott hat dich in sein Trainingslager genommen und möchte dich vorbereiten. Alles hat David vorbereitet. Die Schwierigkeiten, die Kämpfe, die er hatte, wo er die Schafe gehütet hat. Diese kleinen Dinge mit großer Sorgfalt auszuführen, hat ihn vorbereitet für das, was Gott mit ihm vorhat. Und es wird dich vorbereiten, wenn du diese Aufgaben als solche siehst. Gott hat sie mir gegeben und ich möchte sie tun. Ich möchte meine Aufgaben erfüllen. Ich möchte zu diesem Trainingslager Ja sagen und auch die Schwierigkeiten und die Riesen, die sich mir in den Weg stellen, einfach mit Gottes Hilfe und Gottes Kraft dagegen, also zu überwinden, sage ich mal. Und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass diese Kirche funktioniert und eine Kirche ist, die für andere da ist. Und dazu ist jeder einzelne kleine Dienst wichtig. Und es ist viel größer, was wir tun, diese kleinen Dinge, als wir denken. Und ich glaube, wenn wir das machen, wird man staunen, was Gott tun kann. Aus den kleinen Dingen, die wir einfach alle zusammen hier einbringen. Staunen, so wie der kleine Junge, der die 5 Brote und die 2 Fische gebracht hat. Wo alle Hunger hatten. Die Welt hungert.
Und es braucht Menschen, die das Wenige, das Kleine tun und geben. Aber was ist es bei so vielen, haben die Apostel gesagt, nachdem der Junge das gebracht hat. Und sie haben erkennen dürfen, Gott kann mit dem Kleinen, das wir ihm bringen, was wir einbringen, viel, viel mehr tun, als wir denken. Und sie durften erkennen, Gott ist ein Gott der Multiplikation. Meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, sagt Prophet Jesaja. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen. Ich habe mit 19 Jahren habe ich mich bekehrt. Hat Jesus mich gefunden. Und nach einigen Wochen kam ich dann in so eine Mini-Gemeinde in Blaubeuren. Also ich habe jetzt nicht in der Gemeinde bekehrt, aber so in einem Wohnzimmer von jemand. Aus vielen Zeugnissen und so hat Gott mein Herz sehr tief berührt. Und noch durch ein paar andere Zeichen, die ich da erlebt habe. Und da kam ich in so eine Mini-Gemeinde, die war ungefähr so groß, also wie diese Hälfte bis hinten zu dem Kigo-Raum oder was es ist, Mutter-Kind-Raum. Also noch kleiner, da waren 25 Leute da. Altersdurchschnitt war um die 60 oder so, würde ich mal sagen. Da bin ich dann hingekommen. Aber es gab zwei oder drei Familien, die hatten Kinder. Gell? Und Christen haben viele Kinder, also waren dann... Also 20 Erwachsene und 10 Kinder oder so waren da. Und 3 Jugendliche. Und da fragt mich eine Mutter von einer Familie, die haben 5 Kinder. Sie ruft mal mehr durch, gell? Okay. Und hatten 5 Kinder. Die fragt mich: Hey Jürgen, willst du nicht was mit den Kindern anfangen? Wir brauchen dringend was für die Kinder. Ich war ein absolutes Greenhorn im Glauben. Gell? Ich komme aus keinem christlichen Background, nicht christlich sozialisiert, nicht gläubige Eltern oder so. Und ich sagte, ja, okay, mache ich. Und habe dann eine Jungscha-Arbeit mit denen angefangen. Gell? Jungscha haben wir es genannt, ein paar Mal so genannt, wie man es, ich kenne es so von der katholischen und evangelischen Kirche, die haben es auch Jungscha genannt, haben wir es auch Jungscha genannt. Also haben wir ein Kind Jungscha-Arbeit angefangen, da habe ich... Gleich im ersten Jahr habe ich ein Zeltlager gemacht, da haben wir noch ein paar Freunde eingeladen, Schulkameraden, da waren wir mit 15 Kindern im Laudertal, ein ganz primitives Zeltlager gemacht und habe ich 30 Jahre lang habe ich dann Zeltlager gemacht und das ist bis auf 100 Kinder angewachsen, 30 Jahre lang, jedes Jahr. Und Mitarbeiter aufgebaut, das sind ja, und ich kann euch sagen, aus dieser Kinderarbeit sind heute noch, wir sind heute Erwachsene, gell? Also auch so wie bei euch, die würden auch nicht, bleiben auch nicht junge Erwachsene oder Kinder. Wir sind heute noch in der Gemeinde oder teilweise auch in anderen Gemeinden, ist ja auch okay. Aber es war krass. Da sind sie älter geworden, da habe ich einen Teenie-Kreis angefangen. Da sind ja ein paar Jugendliche, auch mit mir dann damals gläubig geworden, da habe ich noch Jugendleiter gemacht, dann habe ich Gitarre spielen gelernt und habe noch Lobpreis gemacht. Lauter so kleine Dinge, wo ich mich dann eingesetzt habe. Und es war mir wichtig und Gott hat es gesehen, Gott hat mein Herz gesehen, ich habe es sehr ernst genommen. Ich hätte nie die Jugend einfach gelassen, wenn ich niemand als Ersatz hatte. Ich hatte mal eine Einladung gehabt zu Silverstone Formel 1. Gell? Sagt euch was, oder? Damals, wo Michael Schumacher noch fuhr. Aber nicht nur ein normales Ticket, sondern ein Ticket in der Ferrari Lounge. In der Ferrari Lounge. Mit in Boxenbesuch und Michael Schumacher persönlich sehen und so. Und ja, shit, ich hatte niemand, der Jugend macht. Und da habe ich, also... Da wäre ich mit ein paar Arbeitskollegen hin und Kunden. Und dann sagt, Leute, ich kann erst, also es wären 2 Tage, auch zum Qualifying auch schon und so, gell? Ich kann erst am Sonntagmorgen kommen, weil ich habe eine wichtige Aufgabe noch am Samstag zu erledigen. Dann bin ich am Sonntagmorgen um 5 Uhr oder so nach England geflogen und war dann im Silverstone, habe schon mitgekriegt. Noch das Rennen und alles drum und dran. Aber den ersten Tag Qualifying habe ich verpasst und als ich reinkam, genau da lief dann Michael Schumacher raus, gell? Den habe ich verpasst. Shit, gell? Jean Todt, weil kennt ihr wahrscheinlich nicht, Jean Todt, das war der Ferrari-Chef da vom Rennstall. Den habe ich noch gehört und seine Ansprache und so. War auch nett. Und trotzdem, Gott hat es gesehen, mein Herz trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn. Und ich habe mich getroffen mit den englischen Kunden. Und in Folge von dessen habe ich den größten Auftrag aller Zeiten in Europa gewonnen. Gott ist so treu. Und er hat gesehen, er macht die kleinen Aufgaben richtig.
Mir hat ein G-Manager, mit dem ich auch befreundet bin, ein sehr erfolgreicher Mensch, mit dem habe ich mal unterhalten, der wusste, dass ich so Jugendarbeit und so mache und mit den Kindern und so. Und er hat mir gesagt, dass er, wenn er Forschungsgespräche hat, und also der hat viele Abteilungen und so, der, weit über 1000 Mitarbeiter in seinem Businessbereich. Damals, ich schätze mal so 5000 Mitarbeiter oder so hat er in seinem Bereich gehabt. Wenn er ein Forschungsgespräch macht, dann guckt er drauf, was das für Leute sind und ob die in ihrem Leben schon mal Verantwortung übernommen haben. In Vereinen. Er selber war Pfadfinder, jetzt nicht Ranger, er ist nicht gläubig, aber genau da guckt er drauf. Er sagt, das sind die Leute, die funktionieren auch als Abteilungsleiter, als Manager, als was weiß ich was. All die kleinen Dinge, die ihr tut, benutzt Gott, um euch vorzubereiten. Und das weiß ich von meinem Leben. Nur eine Geschichte von mir, weil die hat mich, als ich mir auf die Predigt vorbereitet habe, so an David erinnert. Ich wurde ja Christ und dann war eigentlich ein Softwareentwickler, hat Informatik studiert, habe eine Software entwickelt und habe mich dann damals auch mit einer kleinen Softwarefirma gegründet. Aber ich war eigentlich nur Entwickler. Und den ersten Kunden haben wir über Beziehung bekommen. Und dann der nächste Kunde, wir hatten uns von extern jemand geholt, der Kundenpräsentationen und so Zeugs machen kann. Gell? Weil Softwareentwickler sind nicht die besten Kundenpräsentatoren, oder? Wisst ihr das? Und das war an der Uniklinik Mainz. Und ich bin dahin und sollte nur ein Demosystem mitbringen und dann das Programm vorführen. Alles andere hat so ein externer Berater, der, also ein richtig toller Typ, kann ich nur sagen. Also sowas, der hat sowas von drauf und der kann so coole Präsentationen machen. Richtig stark. Also wir gehen da in die Uni Mainz, eine riesen Ausschreibung und ein Hörsaal größer wie hier. Ich gehe rein, baue das System auf, war rechtzeitig da und der Saal füllt sich, der Hörsaal, und immer mehr Leute und immer mehr Leute und immer mehr Leute. Ein Riese hat sich vor mir aufgebaut und der Präsentator kommt nicht. Und ich rufe ihn an und sage, wo er bleibt. Er sagte, er steckt im größten Stau und er wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und ich habe gebetet und gebetet und gebetet. Herr, das muss klappen. Und hat es geklappt? Nee, es hat nicht geklappt. Und deswegen hat mich die Geschichte so an das erinnert. Ich wurde so wie David vor diesen riesen Goliath reingeschmissen wurde, wurde ich vor diese riesige, also mehrere Professoren, Ärzte, Oberärzte, die IT-Abteilung von der Klinik, alle waren da. Ich habe im Leben noch nie eine Präsentation vor Kunden gemacht, noch nie. Ich hatte 0,0 vorbereitet. Nichts, ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich habe vorbereitet, dass ich das Programm vorführe. Sonst nichts. Und der Auftrag war so unfassbar wichtig. Also da hat sich auch das Überleben der Firma, ist ja bei mir da oft dran gehängt. Und ich habe immer vertröstet und so. Und da kam immer, der das organisiert hat, zu mir, ja, wir müssen jetzt anfangen. Die Leute werden so nervös und unruhig. Viertelstunde ist ja okay, halbe Stunde, jetzt sind wir bei einer halben Stunde. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann bin ich davor und hab meinen ersten Vortrag vor Kunden gehalten. Aus dem Stand raus. Und wir sind so oft in unserem Leben. Ich habe gemerkt, Gott hat mehr Potenzial in mich hineingelegt, als ich jemals mir zugetraut hätte. Da war mehr da, als ich überhaupt je machen könnte. Und ich habe gemerkt, Gott ist mit dir. Wisst ihr, Gott ist nicht nur in den Kirchen da. Er segnet dich da, wo er dich hingestellt hat. Und ich habe diesen Auftrag gewonnen damals. Und von da an habe ich die Kundenpräsentation selber gemacht. Und dann haben wir 13 Universitätskliniken in einer Reihe gewonnen. Hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. In einer Reihe, alles europäisch ausgeschrieben. Gegen Siemens, Philips, Agfa, Kodak und die riesigen Weltfirmen. Wir als absolute Popelfirma. David gegen Goliath habe ich oft erlebt. Aber die kleinen Dinge, die kleinen Dienste, wer im Geringen treu ist, den will ich über vieles setzen. Das hat Gott gesagt.
Das ist seine Verheißung. Das ist das, wo er dich in sein Trainingslager nimmt. Das ist das, wo manchmal Herausforderungen und Riesen zulässt und Bären und Löwen, Schwierigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, Kämpfe, wo wir lernen dürfen, trotzdem einander zu lieben, einander zu vergeben, miteinander weiterzumachen, Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Alles das dient dazu, dass Gott dich in seine Bestimmung hineinbringen will. Und all diese kleinen Dinge, die sind größer, als du denkst. Und die haben mehr Wirkung, mehr Power, mehr Potenzial, als du denkst, als wir uns jemals ausmalen können. Dein Dienst, deine Mitarbeit, die macht einen Unterschied. Das ist meine absolute Überzeugung. Und da möchte ich gebrauchen und uns alle, dass wir all das, was uns vielleicht so klein vorkommt, so unscheinbar, so bedeutungslos, vielleicht ganz neu in Exzellenz tun und sagen, Herr, ich will es für dich tun, ob mich jemand sieht oder auch nicht, ob ich Applaus dafür bekomme oder nicht. Alles, was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Nicht für die Menschen, von Herzen für den Herrn. Und er kann aus diesen kleinen Dingen was Großes machen. Und all diese Dinge wird er benutzen, um dich zuzubereiten, damit du in deine Bestimmung kommst. Es ist größer, als du denkst. Dein kleiner Beitrag vielleicht. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist und du hast dich so klein gemacht. Und du hast kleine Dinge getan, nicht nur die großen Dinge. Du hast gedient. Du bist nicht gekommen, hast du gesagt, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Du hast deinen Jüngern die Füße gewaschen. Du hast dich um die erbärmlichen Menschen, die auf dieser Welt rumgekrochen sind, gekümmert. Um die Aussätzigen, um die Kranken, um die sich niemand kümmern wollte. Du hast dich erniedrigt. Aber hast alles in Exzellenz gemacht. Darum, sagt Gottes Wort, darum hat Gott dich erhöht und dir einen Namen gegeben über alle Namen. Ich danke dir für diese Geschichte mit David. Dass du all diese kleinen Dinge in seinem Leben benutzt hast, um ihn zuzubereiten, dass er ein Riesenbezwinger wird. Dass er zu dem geworden ist, was er dann schlussendlich geworden ist, der größte, erfolgreichste König Israels. Ha. Und ich bitte dich heute Morgen für uns alle, für jeden Einzelnen, dass wir neu erkennen, dass du ein Gott der Multiplikation bist. Dass die kleinen Dinge, die wir manchmal auch so für klein halten und unscheinbar und unwichtig vielleicht manchmal, so einen großen Unterschied machen, dass sie größer sind, als wir denken und bedeutungsvoller. Und dass alles dazu beiträgt, damit dein Reich, deine Kirche gebaut wird und andere Menschen, die dich noch nicht kennen, zu dir finden. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.